Was kommt jetzt nach dem Hype um Nvidia? Es ist ja schon auffällig, jedes Mal, wenn es knapp wird an den Aktienmärkten, wenn Trendbrüche drohen, wie der Aufwärtstrendkanal seit Oktober, dann kommt KI-Euphorie rein und die ganze Geschichte geht wieder nach oben. Neues Allzeithoch am Freitagnachmittag US-Zeit haben wir dann allerdings gesehen, dass die Dinge so ein bisschen ermüdet schienen. Nasdaq 100 nochmal neues Allzeithoch, S&P 500 auf die 5100er Marke gestiegen. Der Hype ist gigantisch, aber jetzt dürfte der Fokus sich auf andere Dinge konzentrieren, nämlich auf die US-Wirtschaft und auf die Zinsfrage. Jene Zinsfrage, die durch diesen KI-Hype so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Wir wollen uns die Gemengelage zu Handelsbeginn der neuen Woche mal anschauen. Zunächst mal Nvidia wäre jetzt, was die Marktkapitalisierung betrifft, die Nummer 12 in der Welt, jetzt im Vergleich zu Ländern und ihrem BIP. Mexiko, Kanada noch in etwa, ja, fast auf Sichtweite, wenn man diesen Vergleich machen kann, zwischen einer Firma. Diese Firma wiederum, die bezieht 20% ihres Umsatzes von Microsoft und 10% ihres Umsatzes von Meta. Microsoft hat schon angekündigt, wir wollen unabhängiger von Nvidia-Chips werden. Das heißt, wir sehen, dass der größte Kunde im Grunde schon sagt, ich will eigentlich meine Abhängigkeit von meinem Lieferanten Nvidia reduzieren. Ist das ein wirklich gutes Zeichen? Fragezeichen. Und hier sehen wir diesen Hype, wie das Ganze an den Märkten ankommt. Nvidia-Optionen sind unglaublich beliebt. Mehr als 20 Milliarden Dollar wurden in diese Nvidia-Optionen investiert. Das ist deutlich mehr als in alle anderen zusammen. Wir sehen hier auch das der großen US-Tech-Werte. Wir sehen auch, dass Supermicrocomputer hier jetzt die zweite meistgehandelte Aktie über Optionen geworden ist. Auch das ja ein KI-Wert, der eng mit Nvidia zusammenhängt. Und wir sehen unten, dass es kaum mehr bärische Wetten eben auf große US-Tech-Aktien gibt. Nach diesen Kursanstiegen und dann nachbörslich am Freitag ein Artikel in The Information, so eine Art Branchenmagazin für Mitarbeiter aus der Tech-Branche. Da heißt es, dass hier Firmen, die von Nvidia eben KI-Chips bekommen, dass die diese Chips jetzt viel leichter bekommen, viel schneller bekommen. Das heißt ja, dass die Lieferzeiten für diese Chips jetzt von 8 bis 11 Monate runtergegangen ist auf so 3 bis 4 Monate. Das heißt, man bekommt diese Chips sehr viel leichter. Jetzt haben viele Firmen aber auf Halde bestellt in der Sorge, ja Mensch, wir müssen jetzt bestellen, weil wer weiß, wann wir unsere Lieferung bekommen, dann holen wir uns so viele rein wie möglich. Jetzt haben die große Lagerbestände und diese Lagerbestände werden abgebaut, indem diese Chips aus den Lagern verkauft werden, weil man schlichtweg zu viele davon hat. So sagt The Information. Und das würde konterkarieren mit den Aussagen eines gigantischen Wachstums. Immer mehr werden jetzt Chips bestellen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. The Information bringt wahrscheinlich die entscheidende Information. Wir sind auf dem Hochpunkt des Hypes, was hier dieses Wachstum für Nvidia betrifft. Und das könnte eine interessante Perspektive werden. Ich bin mal gespannt, wie man das heute an der Wall Street aufnimmt. Apollo hat jetzt übrigens eine Analyse gemacht und gesagt, also hier die 10 größten Aktien in den USA, die haben jetzt eine Price-Earnings-Ratio von um und bei 40. In der Dotcom-Blase, auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase, hatten die 10 damals größten Aktien eine Price-Earnings-Ratio, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26, waren also deutlich günstiger. Wir sehen also, dass die Bewertungen schon extrem sind. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Firmen werden wie Nvidia tendenziell günstiger, weil eben die Umsätze, die Gewinne so stark steigen. Ja, wenn das so weiter ginge, dann ja, bei Nvidia ist ja die Grundannahme die, dass das sozusagen immer so weitergeht, immer weitere Umsatzsteigerungen, Gewinnsteigerungen. Und genau diese These ist aus meiner Sicht jetzt deutlich mal in Frage gestellt durch The Information, durch diese Geschichte, dass die Kunden, die schon sehr viel bestellt haben, eben jetzt versuchen, ihre Chips, die sie auf Lager haben, zu verkaufen. Was bedeutet diese ganze KI-Geschichte eigentlich für den Strombedarf? Alleine in den USA würde durch diese Datacenter, wo eben dann solche KI-Anwendungen
ermöglichte werden würden, bis 2030 oder im Jahr 2030 wäre der Stromverbrauch laut Aussagen von McKinsey 35 Gigawatt von derzeit 17 Gigawatt. Das heißt, wir hätten eine Verdoppelung des Strombedarfs. Gucken Sie sich mal die Aktien an aus dem Energiesektor. Die sind nicht so besonders toll gelaufen. Warum ist das so? Warum wird hier sozusagen der Hype nicht eben antizipiert, den wir zum Beispiel in Aussagen von Eric Schmidt sehen, der sagt, ja, jeder von uns wird doppelt so produktiv. Also die Produktivität pro Person wird sich verdoppeln. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte, hat es durch Internet nicht gegeben. Es hat noch niemals in einem gewissen Zeitraum eine Verdopplung der Produktivität gegeben. Und hier werden solche Szenarien sozusagen entworfen, die sagen, das wird alles komplett anders, die Welt wird sich komplett ändern. Ja, die Welt wird sich ändern, aber sie wird sich nicht so in der krassen Form ändern, wie das hier wahrscheinlich antizipiert wird. Auch meine zweitbeste Freundin, mit Abstand zweitbeste Freundin, vergaß ich zu sagen, Cathy Wood hat jetzt zum Beispiel TSMC-Aktien verkauft. TSMC ist ja der Fertiger dieser Chips, also der Bauer dieser Chips. Nvidia ist nur der Designer. Ohne TSMC wäre praktisch Nvidia auch nichts mehr wert, weil die Chips nicht selber bauen können. Das kann nur eine Firma, die Taiwaneser oder die taiwanische Firma TSMC oder aus Sicht von Robert Habeck die thailändische Firma TSMC. However, also meine zweitbeste Freundin zweifelt ein bisschen daran. Die hat allerdings auch ihre Nvidia-Aktien zu früh verkauft. Da wird sie wahrscheinlich auch schlechte Laune haben. Und jetzt sehen wir, dass Hedgefonds jetzt versuchen, ihre Aktien loszuwerden, ihre sehr gut gelaufenen Aktien. Jetzt sind die sogar short in diesen großen Tech-Aktien. Kontraindikator, werden die wieder gesqueezed dann? Das ist die Frage. Auf der anderen Seite sehen wir dann Aussagen etwa von Warren Buffett, der sagt, ja, also die richtig tollen Zeiten sind vorbei. Wir werden nicht mehr diese Wahnsinnsgewinne als Berkshire Hathaway machen können. Er dämpft also die Erwartungen der Aktionäre und gleichzeitig hält er unfassbar viel Cash, so viel Cash wie noch nie, nachdem er sehr gute Gewinne gemacht hat, auch im letzten Quartal. Aber er sagt, ich sehe kaum Gelegenheiten am Markt und wir sehen ja diese Marktkonzentration hier, diese 10% der Top. Die Top 10% der Aktien im S&P 500 sind jetzt 75% des S&P. Das heißt, diese 10 Aktien sind so relevant, der Rest ist praktisch schon egal. Das ist die höchste Konzentration seit dem Crash 1929, muss man sich mal vorstellen. Und Insider verkaufen, als gäbe es kein Morgen. Wir sehen also, dass die Firmeninsider, das sind Manager einer Firma, Finanzchefs etc., dass die sehr, sehr stark verkaufen, nicht auf der Käuferseite überwiegend unterwegs sind. Wir haben immer mehr Verkäufe als Käufe, weil eben solche Manager Optionen bekommen und dann irgendwann auslösen können. Aber was wir jetzt hier sehen, ist schon ein sehr hohes Volumen an Verkäufen. Und die Stimmung ist super bullish hier. Merrill Lynch Financial Advisors. Hier sehen wir teilweise extrem bullische Erwartungen an die weitere Zukunft. Es ist eben diese KI-Euphorie, die letztendlich das alles ermöglicht. Und dann noch die These eines Soft Landings. Und diese These Soft Landing führt dann auch dazu, dass letztendlich die Zinsen wohl nicht sinken werden so schnell. Barkin hat jetzt gesagt, also die Inflationsdaten aus dem Januar machen den Job für uns härter. Jefferson, der Vizechef der FED, sagt, ja, es wäre gefährlich, hier zu viel jetzt die Geldpolitik zu lockern. Harker sagt, wir sollten noch einige Monate warten vor einer Zinsentscheidung. Also diese ganze Geschichte rückt immer weiter nach hinten. Bank of America-Chef Brian Moynihan sagt jetzt, okay, gewöhnt euch mal dran, dass die Hypothekenzinsen hier bei 6-7% liegen, da wo sie ja derzeit um und bei sind, dass das also jetzt nicht wieder deutlich nach unten geht. Wir sehen also eine Verschiebung dieser Zinswetten und jetzt haben wir am Donnerstag die PCE-Verbraucherpreise, auch aus dem Januar. Die dürften dieses Bild, was wir durch CPI-Daten und Erzeugerpreise schon gesehen haben, wahrscheinlich bestätigen, dass die Inflation im Januar höher ausgefallen ist. Und hier sehen wir mal, wie die Märkte dann darauf reagiert haben. Unten
Die Wahrscheinlichkeit jetzt einer Zinssenkung im März, am 20. März bei der nächsten Sitzung, liegt jetzt bei sage und schreibe 3%. Anfang des Jahres, also im Januar, waren wir noch bei über 90%. Und selbst der 1. Mai ist jetzt, die dann folgende Sitzung, ist nur noch bei 24%. Das heißt, die Fed hat noch nie bei einer so geringen Wahrscheinlichkeit, wenn es dabei bliebe, die Zinsen gesenkt. Das würde bedeuten, vor Juni ist nichts mit Zinssenkungen, aber das ist ja eigentlich von den Märkten eingepreist. Aber die Enttäuschung darüber, dass es nicht kommt, die hat sich deswegen in Grenzen gehalten und wieder überkompensiert eben durch diesen KI-Hype. Jetzt Aussagen von Jeffrey Gundlach, der mal klar macht, also wenn wir jetzt die Zinsen von 6% hätten und derzeit sind wir ja über 5%, was den Leitzins betrifft in den USA, dann würden 50% der Steuereinnahmen der USA in die Bezahlung von Zinsen nur gehen. Das ist natürlich eine immense Menge. Und dementsprechend sagt er, also wenn die Inflation bei 2,5% ist, wird die Fed beginnen, die Zinsen zu senken, weil der US-Staat schlichtweg sich das nicht auf Dauer leisten kann. Und jetzt kommt Sid Donald, der ja jetzt gute Karten hat bei den Republikanern, um es mal vorsichtig zu formulieren. Der sagt, ihr alle werdet riesige Steuersenkungen bekommen und wir werden dann einen Trump-Boom auslösen. Aha, okay. Also der Mann will die Steuern sozusagen senken, will in eine latent überhitzende Wirtschaft noch mehr Stimulus geben, das was ja auch Biden macht. Und hier unten sehen wir mal in der Grafik, rot sind die Ausgaben der USA, blau sind die Einnahmen. Das würde bedeuten, dass wenn Trump dann Präsident wird und die Steuern senkt, dann die Einnahmeseite noch weiter nach unten gehen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, das hat die erste Amtszeit von Trump zumindest nicht belegt, dass er dann sehr sparsam wäre auch als US-Präsident, sodass dann die Zinslast wahrscheinlich massiv nach oben gehen würde, die Einnahmeseite nach unten gehen würde, die Inflation massiv steigen würde. Also das ist ein Rezept für eine ökonomische Katastrophe. Klingt natürlich für viele Wähler erstmal sexy, geil, der wird die Unternehmenssteuern senken, was er ja schon stark gemacht hat. Er hat auch vor allem für Reiche gut gesenkt. Also das Ganze wird dann noch radikaler. Seine Konkurrentin Haley ist praktisch mehr oder weniger aus dem Rennen. Jetzt hat Koch Network dieses Sponsorship aufgegeben, hat gesagt, okay, wir werden jetzt ihr keine Gelder mehr bezahlen. Damit ist Nikki Haley im Prinzip am Ende, würde ich denken, denn wie soll sie das Ganze überhaupt noch finanzieren? Und dieses Defizit zu finanzieren, das dürfte auch den USA schwerfallen. Hier sehen wir mal den Conference Frühindikator, Leading Indicator vom Conference Board und wir sind jetzt die zweitlängste Strecke seit der Finanzkrise oder nur in der Finanzkrise war es noch ein bisschen länger, aber da sind wir vielleicht auf dem Weg, dass diese Leading Indicators von Monat zu Monat schlechter werden, also negativ sind. Auch wenn jetzt das Conference Board selber sagt, also die Daten erheben, ja, wir haben das erste Mal jetzt nur 48% Wahrscheinlichkeit, dass es eine Rezession gibt, das erste Mal also unter 50%. Aha, okay, interessant. Hier sehen wir mal den Vergleich zwischen dem S&P 500 und diesen Frühindikatoren, diesem Leading Economic Index. Da sehen wir, das driftet sehr weit auseinander. Jetzt am Wochenende die Meldung, dass die Kreditkartenzinsen auf neuem Rekord sind, Average von 22,8%, also wer hier in den Miesen ist, zahlt 22,8% Zinsen. Der Zinseszinseffekt killt diese Leute über die Zeit, wenn die es nicht schaffen, dieses Defizit, das sie da in ihrem persönlichen Konto haben, abzubauen. Das ist eine Frage der Zeit, dementsprechend dürften wir dann eine Rezession sehen, weil der Konsument ein Riesenproblem bekommt. Wir haben ja schon bei den letzten Einzelhandelsumsätzen ziemlich schwache Daten gesehen. Kommen wir nach Deutschland, hier auch schwache Daten, sodass hier zum Beispiel die FAZ-Titel schmiert Deutschland ab. Habeck sagt ja, wie Holger Cepici berichtet, naja, hier, wir haben eben Probleme, schwacher globaler Handel, hohe Zinsen etc., aber das gilt ja für die anderen auch. Warum ist Deutschland so schwach? Warum ist Deutschland das einzige Land oder das schwächste Land zumindest, was die Wachstumsperspektiven betrifft bei den großen Ländern? Diese Frage hat Habeck nicht beantwortet und eine Antwort könnte lauten, weil wir mit einer Energiepolitik am Start sind, die, naja, schwierig ist. Totale Elektrifizierung, alles soll elektrisch werden, Wärmepumpen, E-Fahrzeuge,
Das heißt, Riesenstrombedarf. Das heißt, du brauchst eine Infrastruktur für Strom, du brauchst eine sichere Stromversorgung. Dadurch, dass jetzt die Erneuerbaren immer stärker ausgebaut werden, müssen eben auch die Reservekapazitäten, also was, wenn die Erneuerbaren nicht liefern, wegen keine Sonne und kein Wind, dann muss das eben weiter stark ausgebaut werden. Das erfordert hohe Investitionskosten, das wird jedoch meistens ein bisschen verschwiegen. Also das ist sozusagen das Problem. Wir setzen auf totale Elektrifizierung, aber die Infrastruktur ist noch gar nicht da. Statt man erst die Infrastruktur baut und dann die Dinge umstellt, stellt man erstmal die Dinge um und stellt dann fest, ups, die Infrastruktur haben wir vergessen. Das ist so, als würde man sozusagen einen Bahnhof bauen und dann feststellen, dass man keine Toiletten eingebaut hat, was in Kassel passiert ist, statt irgendwie ein Gebäude erstmal zu planen und da auch Toiletten zu planen. Also das nur mal am Rande. Und auch die EZB dürfte einige Zeit lang warten. Stounaras, der Grieche, der durchaus als Taube bekannt ist in dieser Hinsicht, hat jetzt gesagt, okay, wir haben gute Hoffnung, dass wir die Zinsen senken, aber das dürfte erst dann passieren, wenn wir genug Informationen haben, wie die Dinge wirklich sich weiterentwickeln. Damit meinst du das vor allem die Löhne. Diese Daten kommen erst im Mai, das heißt auch die EZB dürfte nicht vor Juni die Zinsen senken und das, obwohl ja die Konjunktur in Europa deutlich schwächer ist. Insgesamt ein echtes Chaos in der EZB. Hast du 5 Mitglieder in der EZB, hast du 5 verschiedene Meinungen. Problematisch diese Kommunikation an die Märkte. Erste Empfehlung als Artikel, meine Damen und Herren. Die zweite Empfehlung ist die KI-Euphorie, die neue Internet-Bubble? Fragezeichen. Zweite Empfehlung. Und die dritte und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, nochmal der Hinweis auf den morgigen Finanztalk mit Jens Schalowski und vor allem Marc Friedrich. Wir sprechen über Trump, über Gott und die Welt. Natürlich mehr über Gott als über die Welt. Das ist klar. Also hier nochmal anmelden. Die vorletzte Chance, glaube ich. Denn heute kein Marktgeflüster, ich bin da verhindert. Morgen ein Videoausblick und dann am Dienstag eben statt eines Marktgeflüsters der Finanztalk. Also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann morgen früh erst. Ich sage Servus und Ciao.